Hallo und herzlich willkommen zu Smart Health Europe. Schön, dass du wieder auf unseren Kanal gefunden hast. In dem heutigen Video verrate ich dir, warum ein Bewerbungs- und Karrierecoaching für dich sinnvoll ist und warum du dir die Zeit nehmen solltest, dir dieses Video bis zum Ende anzusehen und in deine Zukunft investieren solltest. Legen wir los! Zunächst erstmal zu meiner Person. Ich bin Alex, ich bin Jurist. Hab als Personalberater bei verschiedenen Agenturen gearbeitet und natürlich auch in Personalabteilungen von verschiedenen deutschen Unternehmen, bevor ich nach Großbritannien gegangen bin und mich selbstständig gemacht habe. Das zur Info, denn es ist immer wichtig, dass du ein Bild von der Person bekommst, die dich coacht. Es gibt zahlreiche Portale, die eine Dienstleistung anbieten. Sie schreiben dir den CV, Motivationsschreiben, Bewerbungsschreiben für wenig Geld. Und es gibt da einen Denkfehler und den möchte ich dir gerne zeigen. Ein guter CV ist immer nur eine Eintrittskarte zu einem Jobinterview. Es ist nie die Garantie, dass du den Job auch bekommst. Du erklimmst erst die erste Hürde und das ist immer das Bewerbungsinterview. Und wir gehen einen Schritt weiter. Wir bieten dir ein Komplettpaket an. Wir coachen dich, das heißt, wir simulieren Interviews. Wir sind alte Hasen, was Videointerviews anbelangt. Wir machen das schon seit Jahren. Wir coachen dich dahin, dass du auch im Videointerview zielsicher bist, dass du dich gut verkaufen kannst, denn darauf kommt es nämlich an. Wir analysieren mit dir, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin. Du bekommst bei uns natürlich auch eine Arbeitsmarktanalyse. Das heißt, wir sagen dir, wie es in deinem Job bestellt ist. Gibt es da momentan viele Vakanzen? Gibt es da wenige Vakanzen? Wo lohnt es sich zu bewerben, wo nicht? Das bieten auch die wenigsten Mitbewerber an. Aber nicht nur das, es wird ja heute immer mehr Business-Englisch gefragt im Job. Und ich bin Englisch-Native-Speaker, das heißt, Englisch ist meine Muttersprache und ich kann dir nicht nur den richtig schönen britischen Akzent beibringen, sondern ich sage dir auch ganz genau, was du in einem englischen Bewerbungsgespräch zu beachten hast. Aber nicht nur das, wenn du dich auch in Großbritannien bewerben möchtest, denn beachte immer, ein englischer CV hat einen anderen Aufbau als ein deutscher CV. Auch da stehen wir mit Rat und Tat euch kräftig zur Seite. Und darauf kommt es nämlich letztendlich an. Es geht nicht darum, sich einfach was schreiben zu lassen. Das ist so, als ob man sich eine Klausur schreiben lässt, ja, und, sage ich mal, sich im Erfolg von anderen Leuten sonnt. Und warum auch dir ein Motivationsschreiben, was du dir schreiben lässt, warum es dir das Genick brechen kann, wenn du ins Bewerbungsgespräch führst bzw. weiterkommst, auch das kann ich dir verraten. Denn es ist immer so, es spiegelt nicht deine wahre Persönlichkeit wider, wenn du dir Sachen schreiben lässt, schon gar nicht anschreiben und Motivation schreiben. Und gerade auch bei Motivation schreiben, es ist immer wichtig, auch nochmal auf seine berufliche Vergangenheit einzugehen oder wohin man gehen will. Und all das kann ein Fremder, der dich nicht kennt, der überhaupt nichts weiß, weil er nie mit dir gesprochen hat über deine berufliche Situation, all das kann er überhaupt nicht analysieren und kann es auch gar nicht so zu Papier bringen, weil da einfach die persönliche Kommunikation fehlt. Wir bei SmartSet Europe sind wirklich Personaler und HRler aus tiefstem Herzen. Wir bieten euch einen unglaublichen Mehrwert. Und ich kann dir nur anraten, uns zu kontaktieren. Ruf uns heute an. Unverbindlich und kostenlos machen wir das erste Gespräch. Und wir sagen dir dann auch ganz genau, wie wir dir gezielt mit unseren Coachings helfen können. Ich sage vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bitte nicht vergessen, den Kanal zu liken, ein Abo dazulassen. Und wir sehen uns schon bald wieder mit neuen spannenden Themen rund um Job, Geld, Leben, Business. Bis dann. Ciao.